Liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserer kleinen Sondersendung. Heute geht es um Energy Drinks, konkret gesagt um Red Bull. Denn wir haben so gut wie alle möglichen Red Bull Sorten heute hier vor Ort und probieren die gemeinsam durch. Ich darf vorstellen, auf der rechten Seite von euch, der Roman von Leimis aus Neuburg. Und Servus. Nein, und die Patti, die in unserem Winterbeats-Team mit dabei ist. Hallo. Und ich bin Daniel. Und wir probieren es einfach mal zu dritt durch. Seid ihr bereit? Jawohl. Okay. Was meint ihr, wie viele Promille wir danach haben? Ich muss mit dem Auto fahren, also ich kann nicht so viel trinken. Alles klar, ich habe Alkomaten dabei, das heißt, wir können nachher mal schauen, wie viel wir wirklich haben. Primär geht es aber hier um Red Bull. Hast du einen Favoriten? Kennst du die alle? Ich kenne alle, trinke aber eigentlich nur das Original. Okay, und Patti, wie ist bei dir? Hast du einen Favoriten von all diesen? Den Kokosblaubeere. Kokosblaubeere, okay. Der ist hier vorne. Ja. Gut. Dann nehmen wir den. Aber wir machen der Reihe nach, gell? Ja, lieber. Okay. So. Gut, dann starten wir hier mit der Purple Edition. Wie spricht man das aus? Acai. Das C spricht wie ein S aus. Acai, genau. Okay, habe ich was dazugelernt? Was ist das? Eine Beere. Belebt Geist und Körper eine Beere. Okay, gut. Dann fangen wir mal an. Brauchen wir Eis, ja, gell? Mit Eis? Ja, würde ich schon sagen. Aber okay. Ist es gekühlt, ja? Das ist, fass mal an. Ja, gut, das ist gekühlt. Ja, sehr gekühlt sogar. Und ein Wodka haben wir auch da. Wie schaut's aus? Wollt ihr mit oder ohne Wodka? Also, ich trinke mit Wodka. Bist du schon 18? Nee. Ja, Winterbeats übrigens am 8.2. 2020 in der Saturn Arena. Du kannst weitermachen. Ja, danke. Wodka willst du? Ich mag einen Wodka mit rein, ja. Du zitterst. Ja, ich stehe normal nicht vor der Kamera. Das ist der Restalkohol von mir. Ja. Also, egal welchen Wodka man nimmt, oder hast du einen speziellen Tipp? Ja, ich trinke natürlich nur Leiminowka, ist ja klar. Aber ansonsten, absolut. Okay. Das heißt, du hast eine eigene Marke, Leiminowka. Ist das eigentlich so eine gekaufte, wo man einfach Branding drauf macht, oder hast du die selber ausgewählt? Ja, wir haben die natürlich durch die ganzen Ingredients. Durch die Firmierung von unserer Firma, also Leimis, haben wir natürlich den Namen irgendwo mit eingebaut. Prost! Ja, gut. Ja, Wodka schmeckt man gar nicht. Nö, haben wir auch ganz wenig nur rein. Also, Geschmackserlebnis bitte mal kurz beschreiben. Süß. Süß. Ja. Süß wie alle Red Bulls, aber ja, finde ich schon sehr angenehm. Bisschen süß, aber nicht zu süß, gell? Bärig, würde ich sagen. So, wir bauen frische Gläser und die kommen jetzt von Silvia. Silvia, herzlichen Dank. Sie ist die Mitbegründerin der Winterbeats. Danke. Und die wichtigste Ansprechpartnerin für euch auf Winterbeats. Wenn es Probleme gibt, bitte an Sie wenden. Für Lob an mich wenden. Gestern ist er auch zu ihm. Jetzt kommt unser zweiter Red Bull. Welchen nehmen wir? Nehmen wir vielleicht die Yellow Edition, die ja von Red Bull selbst auch sehr favorisiert wird. Hier, das wäre die hier. Genau. Und mir wurde gesagt, dass die besonders gut mit Gin schmeckt. Also den Gin nehme ich jetzt nicht, weil dann werde ich gleich. Okay, betrunken. Wir probieren es jetzt mal. Das also ich nehme, ich nehme Gin auf jeden Fall mit. Wir sind hier übrigens im ARA Hotel. Ist ein 4-Sterne-Hotel in Ingolstadt, Partner von den Winterbeats. Und ihr könnt hier auch einchecken. Das heißt, wir haben Sonderkonditionen für Einzelzimmer und Doppelzimmer und es fährt ein Shuttle vom Hotel bis zur Saturn Arena und zurück, ist im Preis inklusive. So. Wann Termin ist, weiß ja jeder, oder? Am 8.2. Ja, 8.2. So, ganz genau. Schon im Kalender markiert. Und im Kalender markiert und hier steht drauf Tropical. Das heißt, nach was schmeckt das? Tropisch, oder? Ja, nach Früchte. Ich habe es noch nicht probiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Einmal ohne Gin. Ich probiere es ganz ohne Gin. So, Prost. Ich mach, brauchst du noch eine Flasche? Ich mache gleich. Ne, das reicht. Ich mache gleich mit Gin. Prost. Ja. Oh, schmeckt geil.
Ja, das war auch ein Renner auf Winterbeats. Die Summer Edition war ein Renner auf Winterbeats, echt, ja. Und die war dann irgendwann ausverkauft, das heißt, sie mussten nachliefern. Also, eure Meinung? Gut, besser als ich gedacht habe. Besser als Acai? Ja. Ja, doch. Okay. Tropisch halt. Mhm. Und mit Gin hervorragend. Mein Gott. Das ist leer gemacht. Nicht ganz. Gut, probiere ich auch mit einem Schlückchen Gin. Prost. Prost. Dann trinke ich gleich ganz aus. So. Prost. Also ich finde, beides schmeckt gut. Mit Gin und auch pur. Gut, ja, müsste ich auch mal ausprobieren. Ja, also das war Summer Edition, Hauptgeschmacksteil. So Mango oder irgendwie so. Oh ja, stimmt. Würde ich so auch sagen. So ein bisschen. Mango. Ja. 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 Dann kommen wir. Neue Gläser. Roman, deine Entscheidung. Nehmen wir die Blueberry. Yes. Ich, weiße. Die weiße. Die weiße. Dein Liebling, Favorit, mein oder? Liebling. Dann darf mein du dran checken. Ich kümmere mich wieder ums Eis. Schaut jetzt so eine geile Farbe. Ist von der Farbe, kann man es sehen? Ja. Wie unser blauer Leiminowka. Genau. Ist der Leiminowka auch blau? Wir haben verschiedene Geschmacksrichtungen, also blau, gelb, grün, lila. Nee? Kannst du nachher mitnehmen nach Hause. Okay. Er braucht so viel zu Hause, damit er auch wirklich im Bett steht. Ja, es wird so. Halt wieder eine lange Nacht. Also, nochmal der Hinweis, hier haben wir Kokosblaubeere. Also mehr Kokos als Blaubeere, sonst wird es ja umgekehrt heißen. Prost. 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 Also dein Favorit praktisch, ja. Oder? Also, dein Favorit auf jeden Fall. Mhm. Meiner nicht. Meiner auch nicht. Ciao. Es ist ein Hotel und das Hotel hat auch ganz normal geöffnet. Schöne Grüße an die Zwickauer Fußballspieler. Hi. Aus Zwickau, da kommt der David her. Ein bekannter Film. Okay. Schöne Grüße an David. Ja. Frauengetränk, oder? Ja, also würde ich jetzt auch. Ja, aber ich finde es nicht schlecht, dieses Kokos am Anfang und dann. Ja, und mischbar mit Bacardi. Das war der Tipp von Red Bull selber. Dann probiere ich doch den gleich mal. Ach, selbstverständlich. Ja, ja. Ich habe noch keinen Alkohol gegeben. Sag mal, vielleicht. Pass auf. Danke dir, Daniel. Top. Sehr gerne. Ihr könnt natürlich auch einen anderen rumnehmen. Ist egal. Das ist nur als Beispiel. Ja. Welche Rumsorten gibt es noch? Ja gut, also die Stadtbekannten halt Havana, Bacardi, Plantation wird mittlerweile in guten Bars sehr gut verkauft. Wie viele Rumsorten hast du im Sortiment? Wir haben Rumsorten circa, ich denke 110, 120. Wow. Okay. Wir haben ein Sortiment von insgesamt 4000 Spiritosen und Getränken. Ja. Und bei Rum gibt es ja irgendwie 8 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre. Spielt das wirklich eine Rolle beim Geschmack? Ja, es ist wie mit allem, sei es beim Whisky, es ist viel Philosophie, viel, ja, wie soll ich sagen? Es Nö. Ist viel. Ja. Prost. So, ja, okay. dein Liebling Blaubeere. Ja. Gut. Blaubeere Kokos auf jeden Fall für die Ladies zu empfehlen, für uns Männer, also in unserem Fall jetzt. Oh, nö. Muss ich nicht haben, nein. Gut. Geil, dann kann ich später noch zocken, wenn ich wach bin. Ist mal leer, im Ausschütten passt. Dann suche ich mal einen aus. Ich habe jetzt den hier genommen, der neben mir steht. Spekulatius Kirsche. Ich glaube, die ist ganz neu. Die ist ganz neu. Ja. Kennst du sie selber? Ich habe sie vorgestern getrunken mit dem Red Buller, mit dem Außendienstler. Ja. Probiert es mal und schaut's. Willst du überhaupt probieren? Ja, doch, ich probiere es schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Das
Das ist so. Spekulatius Kirsche. Also Spekulatius ist geil, Kirsche auch, aber ob das. Ganz neu auf dem Markt. Hier noch Eiswürfel, oder nicht? Ja, bitte. Ja. Also hier auch nochmal für euch. Spekulatius Kirsche. Nee, das muss das schon so drehen. Das ist das überhaupt gesund, was wir hier machen? Nee, gell? Ich glaube nicht, aber egal. So, Prost. Prost auf Spekulatius Kirsche. Brausig. Wieso? So Brausepulver, gell? Aber an sich. Aber ich finde, es schmeckt mehr nach Kirsche als nach Spekulatius. Ich finde, man schmeckt schon. Wenn man es weiß, finde ich, dass man es rausschmeckt. Wenn man es nicht weiß. Zumindest ist es nicht ganz so süß, glaube ich, wie jetzt. Hört sich schlimmer an. Typischen, ja. Ja, aber. Gut. Also, dann probieren wir einmal Bitter Lemon und hier steht Bio-Getränk. Was heißt denn Bio? Ja, bei Red Bull ist es wahrscheinlich, weil da kein Koffein drin ist. Also es ist kein typisches Red Bull, sondern ein nur ein Bitter Lemon, aber von der Firma Red Bull. Okay, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Wir haben hier eine Meinung. Es hat aber ein Bio-Label drauf, ein zertifiziertes. Ja, vielleicht wollte sich Red Bull da abheben, dass sie die einzigen sind, die dann ein Tonic, ein Bitter Lemon oder ein Ginger Ale auch in Bio haben. Okay. Also ist man jetzt ohne eigentlich Taurin, Koffein. Weder von Thomas Henry noch von Schweppes oder Fever-Tree bekannt, dass es die Bio-Schiene gibt. Dann probieren wir mal. Auch in der Dose. Selbstverständlich. Ja. Probieren wir mal, ob wir Bio rausschmecken oder nicht. Probieren wir mal, ja. Also für mich schmeckt immer Bitter Lemon, wie als wäre Wodka drinnen. Jetzt ist der Wodka von vorhin noch, der wirkt. Mhm. Ja, es schmeckt halt wie ein Lemon, gell? Wie ein Lemon, genau. Aber finde ich gar nicht so schlecht. Ist sauer, wie es sein sollte. Ist halt nur preislich wahrscheinlich dreimal zu teuer, wie es billig ist. Also das ist eigentlich das größte Problem für mich jetzt als Fachhändler, den Gastronomen davon zu überzeugen, dass er Organics, Red Bull, Bitter Lemon oder Ginger Ale nimmt, weil einfach Schweppes oder Thomas Henry oder Fever Tree wesentlich günstiger ist. Ja. Aber nicht unbedingt Bio. Aber nicht Bio, ja. So. Ginger Ale habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Ich auch nicht. Also. Womit mischt man Ginger Ale am besten? Wird eigentlich überwiegend eher zu. Für Cocktails, sagen wir mal. Ja. Mhm. Nee, Ginger Ale trinkt man doch eigentlich auch meistens nicht pur, oder? Also ich kenne es auch nur in Cocktails oder so. Also ich trinke es. Trinkt ihr Ginger Ale pur oder nur mit Alkohol? Schreibt es auch in die Kommentare. Wir würden es gerne wissen. Also ich glaube, manche Menschen mögen das auch so. Kann ich mir vorstellen. Ja. Probieren wir's. Schau mal. Prost. Prost, Ginger Ale. Bio. Finde ich gar nicht schlecht. Ja, also eigentlich kann man es trinken. Ach, du brauchst, Entschuldigung, du brauchst natürlich Wodka, komm. Ich probiere mit. Der Blick war schon so. Mit Wodka. Passt. Merci. Okay. Also das Video wird ja ausgestrahlt, nachdem wir ja hier weg sind. Also das heißt, wenn das irgendein Polizist sehen sollte, bin ich ja schon lange zu Hause. Also von da. Generell fährt er aber nie mit Alkohol. Generell. Noch eine Edition Heidelbeere. Oh, Heidelbeere. Hört sich gut an. Wunderschönes, ja, Lila. Toll, schaut gut aus. Aber haben wir auch. Auch geil. Ein lila Leimi haben wir auch. Schmeckt dann wie Ficken, also wie die Spirituose Ficken. Echt? Ja. Cool. Ein bisschen günstiger und besser. Ja. Günstiger und besser, okay, dann wissen wir es. Ja, ach gut. Also mir gefällt. Deins nicht so, oder wie? Doch, mit Alkohol schmeckt. Also, Entschuldigung. Habe ich dir was eingeschickt? Passt schon, hab ich. Alles gut. Also ich find's gut. Ja. Finden wir es vielleicht alle gerade schon alles gut, weil wir schon im Koffeinrausch sind, ja, im Taurinrausch. Es wird von Dose zu Dose besser. Von Gin zu Gin wird lustiger, oder? Ah, wenn ihr ein paar offene Dosen braucht, schreibt es uns an. Wir haben noch ein paar da, die können wir euch dann so in 3-4 Monaten zuschicken. Welche nimmst du mit?
Die Tropical und Blaubeere. Ja. Okay. Dann haben wir, was haben wir jetzt hier noch? Ja, ein Tonic. Harrison Ford, HBC, Ortsblockschlampen, gestört, aber geil. Dr. Motte und viele mehr bei Winterbits. Bitte Hammer, ich schaue auch vorbei. Ach, echt? Du auch? Gut. Dann haben wir jetzt einen Tonic. Also, selbstverständlich. Ja, Tonic, glaube ich, ist schon leer, oder? Die Flaschen ist leer. Naja, nee, da ist noch was drin. Passt. Wir haben noch eine Kiste für dich da. Danke, Daniel. Kurzer Hinweis, wenn ihr von Ingolstadt nach Reichshofen, oder wo wohnst du? Ich wohne in Stockertshofen. In Stockertshofen fahrt. 109 Seelenwart. Am besten heute nicht fahrt, es kommt euch ein Geisterfahrer entgegen. Nein, ich schlafe heute. Wenn wir schon im Ara-Hotel sind, genau. Dann so schlafen wir im Ara-Hotel. Alle zu dritt hier. Nein, ich will nach Hause. Prost. Prost. Keine Sorge, in drei Zimmern. Tonic. So. Aber mein Bett ist... Also... Also du gehst den Hype momentan nicht, oder was? Also, ich liebe Gin Tonic. Schon, okay. Aber nur Tonic, ne. Ja, gut. Boah. Freunde, jetzt kommt der ultimative Test. Wir vergleichen Red Bull Sugar Free mit dem normalen Red Bull. Hoppla. Du hast jetzt Sugar Free wo? Ich habe Sugar Free hier. Hier, okay. Ich habe Sugar Free. Also... Ich schaue jetzt mal, ob wir es dann wirklich erkennen, oder? Aber du weißt ja die Antwort nicht dann. Ja, ich schaue jetzt erstmal. Also ich mache jetzt einmal das. Was ist da drin? Rein. Noch Tonic. Tonic, tu mal weg. So. Hast du schon normales? Ich habe noch nicht, ne? So, also. Oder der Vergleich zwischen dem. Kennt man aber von dem schon raus. Echt? Ja. Ohne Wodka erstmal, oder? Ja, ja. So, also wir fangen also an. Normales. Normales. Prost. Prost. Ich muss gerade nachdenken. Ist das normal oder mit Zucker? Oder ohne Zucker? Ich glaube, das normale. Nee, das ist das normale auf jeden Fall. Ja, kennt man. Und hier Sugar Free. Zucker. Prost. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich in der Disco einen Wodka Bull bekommen würde, mit Sugar Free, ja, dann. Ich würde es auf jeden Fall nach dem achten Wodka Bull nicht mehr rausschmecken. Ja, das ist ja klar. Auch nicht nach dem ersten, glaube ich. Nein. Echt? Doch, das würde ich sofort schmecken. Also ich finde halt nur, du merkst dieses, also diese typische Diät-Limos. Mm. Und dieses Süßungsmittel einfach. Das also schmeckt das, halt so das schmeckt man raus, aber... Eigentlich, ja, wenn einer auf die Gesundheit schauen will, in Form auf Zucker, dann... Ob das wirklich viel Sugar-Free trinken. Gesünder ist. Danke. Den einzigen Wodka, den ich richtig geil finde, ist der Belvedere-Wodka. Der ist richtig teuer. Der Belvedere. Mhm. Und ich habe, meine Eltern haben mal so eine Flasche daheim gehabt und das wusste ich nicht. Dann habe ich mit meinen Freunden eine Party gemacht und haben die ganze Flasche geleert und jeder von uns war so hackensdicht unter der Woche. Und dann habe ich das erst mitbekommen, dass das so teuer ist. Boah, habe ich Anschiss gekriegt. Ja, dann habe ich... Kleine Geschichten aus dem Leben unserer 12-jährigen Patti. Ja. Kleine Werbepause sehe ich gerade hier von der Silvia. Was steht denn drauf? Danke an Red Bull. Danke. An Daniel Koroll und Stefan Lorenz. Grüßt euch. Sehen wir uns wieder bei Winterbeats. Damit kommen wir zur Cola. Die hatten wir noch gar nicht. Roman, nee. Darfst du mal öffnen. Magst ja, du noch? Nee. Bist schon durch. Grande Finale, wir brauchen jetzt eigentlich keine. Ich nehme das Glas. So, wer braucht. So. Okay, reicht schon. Wie ich dich kenne, du brauchst ein bisschen Wasser. Ja, ich brauche. Also beim Cola brauche ich dann einen Rum, also in dem Fall Bacardi. Danke, Daniel. Musst du noch Auto fahren? Nein, ich schlafe hier. So, ich schlafe hier. Wir müssen nachher auch die Hotelpreise für die Getränke zahlen. Hast du einen 1.000-Euro-Schein dabei? Wieso kostet das so viel? Aber nicht hier im Ara-Hotel, das ist ganz günstig. Ich hatte doch fast keinen Wodka, aber irgendwie fühle ich mich... Ich fühle mich auch voll, bin schwitzt, obwohl es nur Red Bull ist. Ja gut, du kannst jetzt... Wir fliegen schon, eindeutig.
Kinder, diesen Test zu Hause nicht nachmachen. Wir sind alt und blöd. Also wir zwei. Wir zwei. Kleine Werbepause aus der Regie hinten. Danke, Silvia. Warum auch immer. Wir haben den neuen Prosecco. Von? Lamy's. Lamy's, genau. In Neuburg. Ist das eurer, echt? Nein, das ist aber unser Haus-Prosecco. Okay, gut. Und den gibt es zum Beispiel im VIP-Bereich von den Winterbeats. Da kriegt ihr den gratis, weil er eigentlich unbezahlbar ist. Und mit dem VIP-Ticket könnt ihr auch noch viel, viel mehr machen. Ich weiß noch nicht was. Aber viel. Schmeckt gut. Also Essen ist dabei, Getränke ist mit dabei, eigener Eingang, eigene Toilette, eigenes Festivalband, eigene Garderobe. Und Patti wird euch auch persönlich begrüßen. Machst du das? Boah, nicht jeden. Ich muss ja aufpassen, dass alles nur die VIPs, also jeden VIP. Also das heißt, du arbeitest bei den Winterbeats, oder wie? Ja, im Infoteam. Achso, ja, ja, hab ich nicht gewusst. Liebe Freunde, es kommt das Finale. Danke schon mal an euch beiden fürs Durchtesten. Die 3 Flaschen Gin und Wodka muss ich dir in Rechnung stellen. Nein, das zahle ich natürlich. Und wir zeigen noch einmal, was wir heute alles gesehen haben. Wir haben natürlich die Organic gesehen, wie Cola, Tonic und irgendwas. Dann Sugar-Free, normale Red Bull, die Acai, richtig? Acai. Acai, sorry, jetzt haben wir es. Acai. Dann hatten wir die Heidelbeere, einer deiner Lieblinge. Dein Favorit hier, das war die neue Version. Genau. Spekulatio-Kirsche. Ginger Ale. War nicht so super. Die Lemon. So, und mein absoluter Lieblingsding, genau. Ach ja, hier noch die Yellow. Nach was könnte das schmecken? Summer Breeze. Ballermann. Beach Breeze. Also, wie schmeckt Ballermann? Kokos? Kokos? Oh. Sonic. Urlaub. Boah, Beach stimmt. Breeze. Voll geil. Riecht zumindest gut, ja? So, also aufs Finale. Dankeschön fürs Verkosten. Ja, auch wieder Kokos. Schmeckt ähnlich wie das Kokos-Blaubeere, glaube ich. Aber ist geil. Sogar noch ein bisschen besser als das Kokos-Blaubeere. Aber nur einen kleinen Schuss, weil ich muss in ein Auto fahren. Ja, ja, ja. Da kann ich nicht, stopp. Also ich glaube, ich habe noch nie so viel Red Bull auf einmal getrunken. Magst du einen Schluck Wodka, damit du weniger Red Bull hast? Nee. Wir zwingen keinen zum Trinken, wo du merkst. Wo ist das richtig, gell? Doch. Nein. Nein. So, also, das war unsere kleine Red Bull-Verkostung, beziehungsweise so klein war die gar nicht. 12 verschiedene Sorten haben wir probiert und wir sehen uns auf jeden Fall auf Winterbeats. Ach, stimmt. Welche von den Sorten soll jetzt auf Winterbeats erhältlich sein? Also, Yellow Edition, dann haben wir die Kokos-Blaubeere und die Beach Breeze. Genau. Ja, wir werden schauen, dass wir euch die vorrätig haben, gell, Roman? Ja, ich denke, dass wir das hinbekommen. Ja. Genau. Aber gibt es Beach Breeze noch? Die Winter Edition ist da. Winter Edition kommt vor. Das ist die Winter Edition? Ist da, am Winter. Also die Spekulatius-Kirsche? Ja. Ja. Die kommt auf jeden Fall. Die war auch gut, fand ich auch gut. Ja, weihnachtlich. Genau. Wie Winterbeats auch am 8.2.2020. Und dann seht ihr die beiden Hübschen auch. Und wir werden richtig schön Gas geben. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Servus. Oh, dieses Licht.